Guten Morgen, liebe Freunde, liebe Kunden, liebe Interessenten von Admiral Markets. Ich stehe hier auf dem Frankfurter Börsenparkett, unschwer erkennbar. Und es ist Mittwoch, der 1. November, 9 Uhr. Die Märkte machen jetzt auf und das ist ein historischer Tag, weil wir einen neuen Rekord im DAX sehen. Jetzt werden Sie sagen, wieso? Wir machen doch die ganzen Tage schon Rekorde. Machen wir aber eigentlich nicht, denn die Rekorde, die wir immer benennen, das sind die vom prominenten DAX Performance Index. Diesen Rekord können Sie aber nicht vergleichen zum Beispiel mit den Rekorden des Dow Jones Index oder des S&P 500 Index, weil der DAX Performance Index alle Dividenden inkludiert, die ausgeschüttet werden. Das tun die anderen Indizes nicht. Das vergleichbare Pendant zu diesen genannten amerikanischen Indizes, das ist der DAX Kursindex. Und der wird heute Morgen das erste Mal seit 2015 die 6.339, sein Intraday-Hoch, dort rausnehmen. Und damit, und das muss man sich klar machen, sind die deutschen Aktien gerade mal so teuer wie 2015 und auch gerade mal so teuer wie im Jahr 2000. Denn dieser Rekord 2015, der war nur ein bisschen höher als das, was wir im März 2000 gesehen haben, als der DAX bei 8.000 Punkten war, also der Performance-DAX, der jetzt bei 13.000 ist. Aber das muss man sich klar machen. Diese 5.000, die wir da draufgelegt haben, das sind alles eingepreiste Dividenden über diese jetzt 17 Jahre. Also einen echten Rekord, dass die 30 DAX-Aktien, die sicherlich auch mal ausgetauscht wurden zwischendrin, dass die mehr wert sind als im Jahr 2000, das beginnt dann erst jetzt. Und das zeigt vielleicht auch auf, dass da ein bisschen Potenzial nach oben noch ist. Und die Frage ist, rennt der Markt jetzt durch? Das ist sicherlich ein Short-Squeeze derer, die short sind, die jetzt raus müssen, derer, die nicht richtig investiert sind. Und geht das weiter nach oben? Wann gibt es die nächsten Impulse? Gibt es den nächsten Impuls möglicherweise 14.30 Uhr am Freitag, Arbeitsmarktdaten? Da machen wir das nächste Live-Trading-Webinar. Beginnend um 14.15 Uhr und hoffen, dass diesmal ein bisschen mehr Volatilität in die Märkte kommt. Das letzte Mal war das ja etwas gering. Ja, und das letzte Live-Trading, das Sie möglicherweise auch mitgemacht haben, das zur Sitzung der Europäischen Zentralbank. Ja, da hatten wir zur Pressekonferenz ein Live-Trading-Webinar. Nichts passierte. Das Webinar war zu Ende. Dann ging das nächste Webinar zum Glück los mit Jochen Schmidt. Und da gab es dann die große Bewegung des DAX am Nachmittag doch noch nach oben. Also da war jetzt ein bisschen Pech dabei, aber wir hoffen weiter. Insofern bleiben Sie mir gewogen. 14.15 Uhr im Hinblick auf die Arbeitsmarktdaten, 14.30 Uhr am Freitag das nächste Live-Trading-Webinar für Admiral Markets. Ich bin auf jeden Fall da. Ich hoffe, Sie auch.